Zack. Okay. Zack. Nein. Ah, falsche Taste gedrückt hier. Oh, der hat ein Herz fallen lassen. Das nehme ich doch mal an mich. Sehr aufmerksam. Na? Wow. Kommt er da raus? Oh, jetzt verwandelt er sich. Jetzt tickt er aus. Ja, ja. Hab dich nicht so, Edmund hier. Kleiner Sören. Komm mal her, du. Ja, ja, ist gut, kleiner Harald. Komm mal her. So, gleich haben wir ihn. Ja, ja. Okay. Mal einen Heiltrank schlürfen, der Vollständigkeit halber. So. So, dürfte nicht mehr lange dauern, dann haben wir ihn gleich. Zack. Und da war er hinüber. Unholy Arrows haben wir bekommen. Demonite Ores haben wir bekommen. Sehr, sehr schön. Da können wir uns bestimmt wieder ein paar Barren draus zaubern. Wo haben wir sie denn? Da. Ja, ganze 14 Barren konnten wir uns daraus machen. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir hier Light's Bane. Okay. Können wir uns aus dem Demonite Ore eigentlich nur Waffen machen? Gar keine Rüstung. Ich frage einfach mal den Guide. Guide, ich habe eine Frage an dich. Crafting Demonite. Ah, doch hier. Shadow Creature. Brauchen wir noch Shadow Scales? Okay. Wo bekommt man die her? Shadow Scales. Shadow Scales. Okay, Light's Bane. Aha. Light's Bane. Was können wir da... Schade. Hm, wäre gut, wenn man sich jetzt hier anzeigen lassen könnte, aus was man weiteres macht. Okay. Shadow Scales also brauchen wir noch. Oh, hier. Nicht fallen lassen, aufsammeln. Die Metroid Bars tun wir mal alle mit hier rein wieder. So, Corrupt Seeds. 4 Fallen Stars. Unser Auge können wir mal mit hier reinklatschen. Oder nicht? Nee, tut das schon mit hier rein. Halt, mein Auge will ich wieder haben. Das will ich lieber mit hier rein tun. So. Okay. Hätten wir das soweit? Shadow Scales, Shadow Scales. Aber ich glaube, ja, die Demonite-Rüstung, die brauchen wir doch schon. Wie will ich denn sonst hier Dingens schaffen? Shadow Scales, wo kriegen wir denn die her? Vielleicht sollten wir uns auch erstmal eine Goldrüstung machen, komplett, oder? Oder Metroid? Nee, Metroid ist nicht mehr wert, aber... Für die Demonite Rüstung brauchen wir eben noch einiges. So, was können wir uns denn hier machen? Ding, 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 ding. Ding, ja, da kam gerade was runtergeflogen. 4 Defense. Okay, 35, 25 sind 5. 16, 60. Ja, da fehlen uns bestimmt für die Stiefel. Das sind 30. Nee, nee. Da haben wir nicht genug Gold für, um uns die komplette Rüstung zu machen. Ärgerlich, ärgerlich. Demonite Bars, okay. Da müssen wir mal
wohl schauen, was wir jetzt als nächstes machen können. Hier haben wir noch einen Fallen Star. Ja, auch. Ach, der ist gerade von unserer Nase verschwunden, oder was? Frechheit. Frechheit! Wow! Okay. So. Schön. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch keine Chance gegen Dingens hier. Gegen Skeleton, oder? Weil ohne den besiegt zu haben, können wir ja nicht in das Ding rein. Also in den Dungeon, glaube ich. Jamal, was hast du denn so zu verkaufen? Flintlock-Pistol. Mini-Shark. Ach. Aha. Flintlock-Pistol. Wieso Flintlock? Heißt das nicht Rock? Flintlock-Pistol und Mini-Shark. Moment mal, die Teile haben wir doch gerade hier beim Crafting-Dingens gesehen, oder? Mini-Shark und Flintlock. Moment mal, ich nehme mal wieder die Demonite-Bars und die Metroid-Bars raus. Ich glaube, irgendwie von denen war es was. Moment mal, Crafting. Hier, Space Gun. Da brauchen wir 30 und 10 gefallene Sterne, okay. Und die Star Cannon brauchen wir die Mini Shark. 20 Metroid Bars, okay, da haben wir jetzt nicht genügend. Und 5 Dinger. Star Cannon. Very fast. Die sieht gut aus. Die würde ich mir gern machen wollen. Die Mini Shark können wir uns ja kaufen. Metroid Bar. Okay, brauchen wir noch mehr Metroid-Bars. Space Gun. Da brauchen wir noch mehr Metroid-Bars. Okay, okay, okay. Hm. Wir müssen wohl noch mehr Metroid... Ach, was drücke ich denn hier ständig? Noch mehr Metroid-Bars sammeln gehen. Und für eine Demonite-Rüstung brauchen wir noch Shadow Scales. Wenn ich jetzt wüsste, wo man die herkriegt. Ich glaube, das hatte mal jemand von euch erwähnt, dass man die auch im Dungeon finden kann. Ja, komm schon. Wieder so ein weiter Weg hier. So, ich bin jetzt gespannt, vor allem, wie wir gegen die ganzen Korruptoren kämpfen. Korruptoren. So ein Käsequark schon wieder. Wow, nein. Gegen die ganzen Eater of Souls, meine ich natürlich. Aber ich glaube, gegen den Wurm haben wir noch keine Chance, oder? Haben wir gegen den Wurm eine Chance? Gegen den Eater of Worlds? Ich kann es fast nicht glauben. So. Wow, noch 2 Schläge und die Dinger hier sind erledigt. Und hopp. Ich weiß nicht, ob wir es probieren sollten gegen Skeleton Prime. Quatsch, nicht gegen Skeleton Prime. Das ist ja der Skelettgegner im Hardcore-Mode, glaube ich. Gegen den auf keinen Fall sollten wir jetzt kämpfen. Aber vielleicht sollten wir den Eater of Worlds, ich weiß nicht. Ich habe schon zu viele schlechte Sachen von dem Eater of Worlds gehört. Also ich habe da richtig Schiss vor dem. Respekt habe ich vor dem nahezu. Nein! Ach, ich Idiot, ey. Ich hatte... Ach, Mann! Ach, ich dachte, ich konnte noch einmal die Cloud in der Bottle benutzen. Aber nein! Ich kann gar nichts. Idiot, ey. Was haben wir denn hier eigentlich für Tränke? Night Owl, Spelunker Potion, Invisibility, Featherfall, Slows, Falling Speed, Arcree Potion, Iron Skin, Hunter Potion, Thorns Potion, Attackers also take damage, Water Walking Potion. Ich glaube, aus Pilzen und so kann man doch Tränke machen, oder? Ich schnapp mir mal ein paar Pilze. Und wir gucken mal Blinkroot, Blinkroot Seeds. Ich glaube, aus dem ganzen Zeug hier irgendwie kann man sich doch Tränke machen. Wir fragen einfach mal den Guide, was man sich da so machen kann.
Was kann ich mir zum Beispiel aus den Pilzen machen? Mana Potion, Shine Potion. Emits an Aura of Light, okay. Sehr schön. Was kann ich mir aus denen machen? Bowl of Soup. Okay. Was kann ich mir aus den Blink Roots machen? Featherfall Potion, Spelunker Potion, Invisibility Potion, Night Hunter Potion. Oh, oh, oh. Movement Speed. Ah, da kann man sich aus die ganzen Tränke machen. Hunter Potion. Gravitation Potion. Was brauche ich dafür? Fire Blossom. Ach du Scheiß. Deathweed. Blinkroot. Feather. Okay. Bottled Water. Wie kriegt man eigentlich eine Flasche her? Bestimmt aus Sand, oder? Aus Sand kann man sich doch bestimmt Glas machen. Aus Glas Bottles. Schätze ich jetzt mal. Ja, okay. Dann tun wir das halt alles wieder einpacken. Zack, da rein. Deathweed, Rotten Chunk, Grenades. Okay. Tun wir mal alles hier rein wieder. Die Emeralds können wir eigentlich auch in eine Truhe packen. Ach, jetzt habe ich so alles in die falsche Truhe gepackt. Ist egal. Wo ist eigentlich... Ah, hier. Zack. Und zack. Hier kommen unsere Samen rein. Dann nehme ich das hier mal wieder raus. Das war ja die falsche Truhe. Deathweed. Na, so. So. Und so. Und das ganze Zeug kommt dann hier hin. Quickstack. Und hier rein damit. So. So, okay. Gut. Ja, können wir alles nicht gebrauchen, beziehungsweise nichts Nützliches draus finden. Diese Gravitation Potion würde mich interessieren, weil da könnten wir auf die Suche nach fliegenden Inseln uns begeben. Ja, bestimmt ganz nice. Und na? So, okay. Zack, zack, zack. Oder sollten wir uns mit dem Eater anlegen? Meint ihr, wir haben eine Chance gegen den Eater? Wisst ihr was? Ich glaube, das kommt auf den Versuch drauf an. Gehen wir einfach mal nach unten. Und legen uns mit dem Eater an. So, wir brauchen nur noch eine Sphäre zerstören, wenn ich das Rückstück in Erinnerung habe. Ich würde sagen, die da unten zerstören wir dann. So, da brauche ich hier Dingens. Bomben, Spiky Balls brauche ich jetzt nicht, den Eimer brauche ich jetzt nicht. Den Bumerang brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Harpune. Können wir die mal austesten? Oh. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Probieren wir es mal. Wow. Okay. Okay, das ist eine Fernkampfwaffe. Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde sagen, nicht das, was wir brauchen im Moment. So, was haben wir denn hier überall? Da war noch ein Rotten Chunk. Heiliger Klappbautam. Was ist das denn? Ein Corrupt. Okay. Irgendwas Corruptiges war das. Eine Armor Statue. Was bringt die? Rotten Chunk. So, wieder nach oben. Nach oben.
Na komm schon. So, was bringt uns eigentlich die Armor-Statue? Können wir die hier hinsetzen zum Beispiel? Was können wir hier machen mit der? Können wir die hier hinstellen und die gibt uns mehr Rüstungswert oder was? Ich verstehe das jetzt nicht. Lassen wir sie halt erstmal da stehen. So, flacken wir da mal eine Bombe runter. Ach, na toll. Nein, Mann. Ach, das ist doch... Das ist doch schon wieder zum Mäusemelken hier. Dann fangen wir halt hier oben an mit den Bomben. Geht auch. Njom, njom. So, Epstone Block. So. Mann. Haben wir noch mehr Bomben dabei? Ja, 50 Stück. Da können wir großzügig sein. Na Mann. Diese Viecher gehen dann aber auch auf den Zeiger. Zack. Na, okay. Okay. So. Okay, du da auch. Wow, ich Idiot. Okay. Ich sollte nicht immer die Bomben ausgerüstet lassen. Jetzt ist es schwer hier ranzukommen. Kommt drauf an, wo die Bombe liegen bleibt. Na, da ist eine ungünstige Stelle. Ja, wir können uns ja mal eine Sticky Bomb machen oder zwei. Mal gucken, die müssten doch dann da kleben bleiben, wo man sie hinwirft, oder? Zack, genau so. Hau ab, hau ab. Lass mich in Ruhe. Keine Lust mit dir zu diskutieren. So. So, schick, schick. Jetzt haben wir hier das Dingens. Ich würde sagen, wir zerstören das mal. Eater of Worlds has awoken. Wow. Wow, shit, ey, shit, ey. Was geht mit dem ab? Okay. Okay, mit der Harpune kann man dem schon Schaden zufügen. Okay, er ist jetzt auch nicht so stark, wie ich vermutet hätte. Boah, guckt mal die Harpune an, was die an Schaden rausrotzt. Boah. Boah, jawohl, die Harpune ist ja mal geil gegen den. Boah, gebt euch das Gemetzel. Boah, yeah.
Boah, heilige Scheiße, was geht ab, hey? Zack, Eater of Worlds has been defeated, Leute. Gebt euch diese Scheiße, Mann. Wir haben den Eater of Worlds beim ersten Mal besiegt und auch noch relativ schnell. Damit hätte ich jetzt nie im Leben gerechnet. Was haben wir denn jetzt alles gekriegt?